Moin, ihr Baggerluten. Hi! So, guckt es euch an! Dinge bewegen sich! Es passieren Sachen! Das ist total cool! Hi! So, erstmal ganz freundlich wie eh und je zu begrüßen. Erstmal mein lieben Moderator heute, den Phil von Zytan Gev, den Zytan. Dann haben wir den Freaky P84, den Kastellator. Hallo Chris. Chris heißt der, ne? Ich glaube ja. Latsche 94, Puma ist da, Krabi, das ist der liebe René von Zytan Gev und Recent Punkt Snowfall. Pünktchen. So, und wer vielleicht auch noch dabei ist, möchte ich ganz lieb grüßen alle Leute, die jetzt gerade in der Pfütze hocken und zugucken. Moin ihr Baggerluten, grüße euch. Wer es nicht weiß, ein Jugendtreff in dem Ort, in dem ich wohne. Gott, hab ich ein bisschen zu viel verraten. Na, egal, was soll's. So, das allererste, was natürlich wieder kommt. Prost Mahlzeit. So, passt das mit der Lautstärke so? Ist das in Ordnung so bei euch? Ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen was gemacht. Zitat Knoop. Wäre mega Luck, wenn der PC rechtzeitig zum Stream kommt. Jo, aber sowas von. Die Geschichte, die ich da am Anfang erzählt habe von dem Video, ist nicht gelogen. Ich bin mit der blöden DPD-App den halben Ort hinterher gefahren, um den Typen zu suchen. Das geht gar nicht. Ey, das war so eine geile Sache. Und dann habe ich ihn gesehen, dann ist er bei mir in die Straße eingebogen und ich hab mich auf die Straße geschmissen und sag, yeah, ey! Ich musste mich nicht mal ausweisen. Er hat gesagt, ey, wenn du dich so freust, dann musst du das auch sein. Ich sag, jo, muss ich. Aber total super, total klasse. Und wieder, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Ich versuch das mal. Seht ihr das Knoop-Glas? Oh, da wird der Hintergrund grün dabei. Was sagt ihr? Wie sieht's aus bei euch? Leckt es? Passt es? Oder nicht? Leckt es? Läuft es super? Wir haben heute ein bisschen was vor. Ein bisschen Community-mäßig was und ein bisschen alleine was. Und wir haben nachher noch eine Talkrunde. Ja. Bisher passt es. Leck ist weg. Ey, ist es nicht geil? Ist es nicht top? Guckt euch an, wie das hier aussieht. Das ist schön. Das ist wunderschön. Außerdem möchte ich euch mal sagen, ich möchte euch ja nicht zum Spenden anregen, ne? Wenn ihr spendet, dann spendet ihr, weil ihr das möchtet. Aber! Alter! Geil! Sehr, sehr geil! Das ganze System ist umgestellt worden. Ich habe auch wen anders mit diesen hier Twitch-Overlays, einen anderen Anbieter und kann da ein paar andere geile Sachen mitmachen. Da hat mir der liebe Leon, der Lebata, ey, der ist echt mein Retter in der Not, ne? Der hilft mir bis zum geht nicht mehr. So, zocken! Ja, wir zocken heute. Also, wie gesagt, erstmal, lieber Zytan, du kannst es ja auch schon zeigen, wie es aussieht, wenn mich jemand hostet. Das könntest du ja einfach mal tun. Mach das mal. Lieber Phil, klick doch mal aber auf Host. Host Knoop, dann kann man hier nämlich mal gucken. Nee, ich mach keinen Test. Sowas macht man nicht. Sell out. Schizzers, ich grüße den lieben Schizzers. Morgen, du Baggerlut. So, hat sich hier noch ein bisschen was getan? Das ist ja der Awesomeness. Nachher wird der Wintermancer kommen. Mit dem werde ich eine Talkrunde machen über ein gewisses Thema. Da könnt ihr dann auch gerne im Chat sehr, sehr rege Beteiligung dann irgendwie machen. Der ist ungefähr eine halbe Stunde da, ein bisschen eher. Ich habe da zwei Spiele mitgebracht, eins, was ich alleine spiele. Oh yeah. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das mitbekommen? Ist das geil oder was? Ist das einfach awesome oder was? Ich feiere mich hart. Ich finde es so gut. Ich sehe es gerade jetzt in der Preview. Total geil. Nee, das ist nicht das Thema. Vielen lieben Dank. Andi, zeig Zytan mal dein Glas. Ach so, das kennt er gar nicht. Phil, du musst mal gucken. Das ist das Knoop-Glas. Jetzt sieht man natürlich dadurch das Grün im Hintergrund. Warte, ich gehe mal weg. So, das hat meine alte Arbeitskollegin für mich gemacht. Und hier hinten, na und da steht's auch. Knoop. Die hat das für mich graviert, als Dank, dass ich ihr einen Computer fertig gemacht habe. Und das war ganz schön krass und ganz schön viel Arbeit. Also. So, Happy Instrumental Music läuft gleich aus. Dementsprechend habe ich jetzt noch 1 Minute und 50. Und 1 Minute und 40, was ich euch jetzt erzählen kann. Also, wir werden heute das Spiel T-Worlds spielen. T-Worlds oder T-World? Weiß es nicht. Ich schreibe es gerade mal in den Chat. Das könnt ihr euch kostenlos bei Steam runterladen.
Das ist ein Community-Spiel, das ist einfach nur mit auf die Fresse und ist ein bisschen witzig und macht Spaß und es ist niedlich und knuffig und da muss man das auch vorher noch gar nicht gespielt haben. Ich habe es aus seinem letzten Stream, wo ich das gespielt habe, keine Ahnung, wie lange das jetzt auch schon wieder her ist, auch schon wieder ewig und 3 Tage, halt gar nicht mehr gezockt. Also ist es überhaupt nicht das Ding, aber es ist witzig und niedlich. Ich habe es eben gerade ganz spontan schnell runtergeladen, weil ich noch im Chat gesehen habe, oh, wir müssen unbedingt was zusammenspielen. Das hat der Papa wie immer. Ah, super. Dann habe ich in der Hinterhand, was ich auch noch machen werde, Yandere Simulator. Wer es noch nicht kennt, es ist super. Es ist total toll. Werde ich da noch was erzählen. Dann haben wir die Talkrunde. Dann müssen wir gucken. Entweder das oder ich beginne ein neues Spiel. Und ich hätte Interesse daran, mit euch zusammen das schwarze Auge Satinavs Ketten zu spielen. Wäre das eine Idee? Müsst ihr mal gucken. Eieiei. So. Gibt es jetzt eigentlich großartig dazu noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube eigentlich nicht. Wir müssen nochmal die Musik auslaufen lassen. Und ich weiß jetzt aber nicht, ein kleines Problem habe ich hier immer noch, wenn ich jetzt quasi auf eine andere Szene schalten will. Weil hier im Hintergrund läuft ein Video. Und irgendwie daran liegt das ja. Brawlhalla. Heute kein Brawlhalla. Heute nicht. Ich habe es auch noch nicht runtergeladen. Und das andere ist, ne, würde zwar jetzt mitmachen, aber heute nicht. So. Ich versuche mal rüber zu schalten. Stille. Ich weiß nicht, ob der Stream jetzt auch gestoppt hat oder nicht. Rede einfach mal weiter. Okay, wie ich sehe, der Stream hat ein Standbild. Alles klar. Wie ich sehe, der Stream hat ein Standbild. Das ist sehr schade. Aber jetzt bin ich wieder da. Spiel lieber Drakensang. So. Aha. Ja, es klappt. Ich sehe gerade, dass es ist. Also der Stream ist immerhin nicht abgekackt. Es war nur ein Standbild. Ja, das muss man sich dann vielleicht da irgendwie mal wieder so ein bisschen drauf... Weiß ich nicht. Mal so ein bisschen ansehen, warum und wie, was auch immer. Aber, was haltet ihr davon? Einfach nur mal kurz zur Erklärung. Hier direkt neben mir sind die ganzen Let's Plays, die ich schon mal gespielt habe. Na, da kann man dann, also da seht ihr dann quasi, Mensch, das hat er schon gemacht. Da kann man einfach mal in meinen Playlists nachsuchen. Und da ganz hinten, also nicht ganz hinten, sondern in der Mitte vom Bildschirm, da wo jetzt gerade MIFCOM steht, ist quasi das, was ich im Computer verbaut habe. So ein bisschen Werbung dafür, so ein bisschen Eigenwerbung auch. Ich krieg dafür so nichts. Aber ich finde das halt, ich möchte das einfach mal würdigen und damit die Leute auch sehen, okay, was für Teile hat der jetzt verbaut, der Kühnoob. Deswegen kann man das einfach mal machen. So. Und bevor wir hier jetzt großartig irgendwie sonst wie quasseln, würde ich jetzt einfach mal sagen, minimiere das hier mal. Gehe jetzt einfach mal hart. Yandere Simulator. Ach, muss ich das echt jedes Mal wieder umstellen? Das ist schade. Das ist sehr schade. So, einmal hier rüber bewegen. Wer das Spiel von euch nicht kennt, ihr werdet es zu lieben wissen. So, einmal muss ich per Hand hier jetzt ein bisschen leiser machen. Ihr müsst mal sagen, ob das von der Lautstärke her passt. Es brauchen. Scheiße, und jetzt habe ich gerade leise gemacht in dem Moment. Cool, habt ihr das gesehen? Geil, danke, Barbarat. Super. So, Yandere Simulator. Okay. Yandere Simulator ist ein schönes Spiel. Yandere Simulator macht Spaß. Happy Life Education Foundation. Wer nicht weiß, was Yandere bedeutet, Featuring Music, ja, wie auch immer. Oh, ich hoffe, das passt von der Lautstärke. Ich hab noch mal ein bisschen leiser gemacht. Müsst ihr mal sagen, ob das von der Lautstärke so okay ist oder ob ich noch lauter oder leiser machen muss. Ist schon ein bisschen cool, oder? Also wie gesagt, es war witzig. Ich habe jetzt halt die ganze Zeit so viel versucht hier. Das macht mir ein bisschen Angst.
das hier alles nochmal neu zu machen und schick zu machen, einfach zur Feier des neuen Systems und ich hoffe, euch gefällt es. Und guckt mal da hinten, da steht das. Oh Mann, das geht ja jetzt schon scheiße los. Da hinten steht das sogar halt. Das ist halt so eine Eventbox. Also wenn jemand subscribed hier quasi, also lass es. Also wenn jemand subscribed bzw. followed, hier quasi auch hier dieses Herzchen unten macht, ne, zum ersten Mal, dann wird das da halt immer erscheinen und man sieht das dann halt. Und das ist gut, das mögen wir. So, pass auf. Also bitte mal sagen, ob das von der Lautstärke passt. Ich mach schnell weiter. Mit E, confirm. What gender is your ideal lover? Ja, eigentlich female, aber ich glaube, ich spiele ja sie, ich spiele ja Mädel. Also sollte ich schon, also für mich, obwohl man könnte, nein, das ist ja mit diesen, nee, wir machen mal male. Wir können Senpai basteln. Die haben ein Bild von mir da drin. Warum? Wir können Senpai basteln. Ach, wie geil. Hilfe! What the fuck? Ja, super. Großartig. Ach komm, das ist doch. Warte mal, Kashi, siehst du nicht so aus? Oh Gott. Oh ja, Emo-Style. What? Ach, das ist doch cool, oder? Was? Der Elvis? Schock. Oh, gibt's ja nicht zufällig auch einen Son Goku oder sowas? Wäre total cool. Na komm, wir wollen Elvis. Wir lieben Elvis. Rothaarigen Elvis. Nee. Alter. Das geht ja gar nicht. So, hier. Welche Augenfarbe hast du? Na, ich könnte ja mal mich. Ich könnte ja eigentlich mal mich basteln. Ja, warte mal. Dann ich bastel mal mich. Ah, das passt eher, ne? Dann müssen wir mal gucken. Haben wir hier irgendwie eine Haarfrisur, die ähnlich passt? Das? Nee, ist zu lang, ne? Das hier? Nee, da fehlen die Geheimratsecken. Das könnte es teilweise so ein bisschen sein, aber... Ja, das passt natürlich super. Das ist totschick. Nee, ich glaube, es gibt keinen Bart. Den müssen wir uns denken. Befürchte ich. Ja, hier, guck mal, das kann man doch schon... Ja, guck, das sind wir. Wir basteln uns selber. Super, wir sind totschick. Are you sure you want to proceed? Yes! Wir sind definitiv die Perle. Oh! Aber ich bin ja eher so der Braun- und Beige-Typ auch, ne? Ah, Matrix-Style, das ist schon... Nee, den. Oh, das ist doch... Das ist ja totschick, ist das. Ich weiß nicht, ob man es mittlerweile auch umgedreht spielen kann. Ich glaube nicht. Es gibt ein Video? Wow, okay. For as long as I can remember, I've never been able to feel emotions. I pretend to be normal when I'm around other people. But on the inside, I feel nothing. Das ist nicht schön. It's not as bad as it may sound. Ah. I know that I'm broken. But I don't care. This is normal for me. But everything changed when I met him. My senpai. For the first time, I felt something. A strong desire. A longing. A yearning. A craving. Now I finally understand what it means to be human. To be alive. I'm addicted to the way he makes me feel. I don't care about anything else. I don't care! He is everything to me. Sorry. And now, someone is trying to take him from me. What? She wants him.
but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me alone. She has taught me a new emotion. Rage. I want to stop her. I want to hurt her. I want to kill her. Und das aber nicht nett, das tut weh. Das ist ungesund. There is nothing I won't do for Senpai. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Senpai will be mine. He doesn't have a choice. Ja, hat nicht. Yandere Simulator 2016. Das ist das neueste Update. Heute ist runtergeladen. Na ja, guck mal, ich habe schon mal Alan Wake gespielt. Ich kann Sachen machen. Also ist der Sound in Ordnung so? Ich habe noch kein Ja gelesen. Do I know you? I saw you stalking an upperclassman today. Do you have a problem with that? No. I wanted to give you some information about the girl he was with. Her name is Osana Najimi. She has a crush on him. Die ist ungefähr so irre wie hier, wie Alice. So, kleine Werbung mal. nein, natürlich nicht. Das freut mich. Das ist gut. Ach so, versteht ihr das eigentlich alle? Pass mal auf, ich lese mal ab da, das, was man von oben noch erkennen kann. So wegen, ich sah, wie du jemanden halt aus einer oberen Klasse heute gestalkt hast. Ah, hast du ein Problem damit? Nein, ich will dir nur ein bisschen Information zukommen lassen mit dem Mädchen, mit dem er heute unterwegs war. Ihr Name ist Osama Najimi. Sie ist so ein bisschen an ihm verknallt. Sie glaubt an den Mythos der Kirschbäume hinter der Schule. Welcher Mythos? Ja, Entschuldigung, ich wusste ja... Hallo, das ist... Ich bin aufgeregt, immer noch. Diese Aufregung und diese Erregtheit. Erinnert euch an das Video. Hält seit Freitag an. The myth that if you confess your love to someone underneath that tree on a Friday, they are guaranteed to accept your confession? Ah, den Mythos, dass wenn du jemanden deine Liebe gestehst, unter diesem Baum, ne, den Kirschblütenbaum, welche meine absoluten Lieblingsbäume sind, habe ich irgendwo auch schon mal erzählt. Bestimmt in Resident Evil. Okay, ich höre auf. und das an einem Freitag, dann ist es ganz, ganz sicher, dass dieser oder diesejenige dein Liebesbeweis, dein Outing in Anführungsstrichen, annimmt und sagt, alles klar, wir sind zusammen, und zwar für immer. Correct. Doesn't need a translation. She's planning to confess to him next Friday. Also sie will es ihm anscheinend nächsten Freitag sagen. Why are you telling me this? Warum sagst du mir das? Na, Pink, sind wir hier. I would be happy if something bad happened to Osana-chan. Ich würde sehr fröhlich sein. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn etwas Schlechtes Osana passieren würde. Dieses Chan, wer das nicht weiß, das ist in Japan die Verniedlichungsform von jemandem. Und wenn ich jetzt jemanden normal kenne, einen guten Bekannten oder einen normalen Freund, dann spreche ich den halt immer mit Chan oder mit San an. San wäre das halt für die männliche Form, Chan für die weibliche Form. Man kann das auch noch verniedlichen, zum Beispiel mit Chin. Ne? Chin. Chin. Also, um es noch niedlicher zu machen. Sowas wie Kleines. Und erst die richtig dicken, guten Freunde, die richtig Best Friends Forever mit Blut und sich gegenseitig in Gläser spucken und die dann trinken, sprechen sich bei nur ihrem Vornamen an. Ne, Shizas? Osana, quasi.
würde das dann heißen. Einfach nur ein bisschen Background-Wissen. Ich denke, du bist die richtige Person, ihr zu geben, was sie verdient. Who are you? Wer zur Hölle bist du? I'm the person nicknamed Info-chan at school. Ich bin die Person, die euch sagt, ihr müsst Kynoop ganz viel Geld spenden immer. Ja, das steht da. I've heard rumors about you. You blackmail girls and sell panty shots to boys. Nobody knows your real name. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Du schreibst, ja, Blackmail Girls, also du bedrohst Mädchen ja nicht. Du schreibst halt, das sind solche, ich bettel nicht. Kan ist doch eine Anrede für einen Freund, ist das nicht Kan, Kun? Ja, auch. Auch Kun ist, San ist quasi jemand, ein höher gestellter Freund. Oder eine höhere Person auch. So, ich habe Gerüchte über dich gehört. Du schreibst halt solche Drohbriefe, genau. Drohbriefe an Mädchen und verkaufst, Hosen. Panty Shots? Ja. Na, Bilder von Hosen an irgendwelche Leute. Niemand, also an Jung. Niemand weiß deinen echten Namen. The rumors are true. Die Gerüchte sind wahr. If you ever need a favor, text me a panty shot and I'll give you whatever support I can. Wenn du einen Gefallen brauchst, dann schick mir mal so ein Bild von Unterhosen. Also getragen natürlich. Also quasi so, whoop, klick. Und ich helfe dir, wie auch immer ich kann. If you want to know personal information about anyone at our school, just send me a photograph of their face and I'll tell you everything I know about them. Wenn du irgendwelche persönlichen Informationen von jemandem von der Schule irgendwie willst, dann schick mir einfach ein Foto von deren Gesicht und ich erzähle dir alles, was ich von ihr weiß, von dieser Person. You're disgusting. Du bist enttäuschend. You're a stalker. Und du bist ein Stalker. If you want my help, text me. If you don't care, ignore me. Wenn du meine Hilfe willst, schreib mir. Wenn du es nicht, wenn es dich nicht stört, ignoriere mich einfach. You have 1 week until your precious senpai belongs to Osana-chan. Du hast eine Woche, bis dein, oh, ach so süßer Senpai Osana-chan gehört. I hope you make her suffer. Ich hoffe, du lässt sie leiden. Kynoop-san lässt sich soweit, ich weiß, als Herr Kynoop übersetzen. Also nicht wirklich für, ja okay, das kann auch angehen. Das kann sein, dass ich da gerade noch ein bisschen. Kynoop-san. Ah, kann, das ist cool. Cool. Das ist cool, das gefällt mir. Kynoop-san! Studio! Insider. Challenges? Okay, Waffen. Challenges. Snitch. Brain. Okay, Gossip. Kidnap, allein die Bilder dazu sind total cool. Push, also das sind halt Sachen, die wir halt irgendwie machen können. Das sind unsere, coming soon, okay. Das sind unsere Erfolge. Jemanden in den Suizid treiben. Gegenseitiges Abstechen, Kampf. Abgelehnt werden, jemanden schubsen. Aber wisst ihr was, das erfahren wir ja gleich. Oben waren die Waffen. So, denn mal gucken. Kann ich hier nichts machen? Wir können Panties auswählen. Es geht gut los. Ich weiß gut los. So, plain white panties. Nur ein langweiliges Mädchen würde so etwas tragen. Nanny? Trägst du immer noch Tierunterhosen in deinem Alter? Okay, die geben aber Bonus. Ah, okay, und man hat hier auch so quasi so ein Ansehen, so Reputation quasi bei den Leuten. Und das kann man halt durch böse Aktionen, diese Yandere, das ist halt tatsächlich, das taucht halt gerade tatsächlich in Japan so auf. Kynoop-san Studios.
dieses Yandere-Ding, dass Mädels wirklich ihren Geliebten, ihren Semper halt so hart stalken und auch wirklich fiese Sachen machen und so irre sind, das nimmt tatsächlich gerade so ein bisschen so ein Kulturhype an da. Tatsache. Das ist es. Und darum geht dieses Spiel eigentlich. Und diese Yandere-Actions, also diese Yandere-Tätigkeiten, halt irgendwelche Leute da irgendwie versuchen niederzumachen und schlecht zu machen, da würden jetzt quasi weniger, wenn wir erwischt werden, weniger Kacke machen. So, Bonus. Bonus, when convincing two students to fall in love. Aha, okay. Bonus, when complimenting students. Students have a smaller range of sight. Klar, weiß ich immer. Faster run speed. Bonus, when apologizing. Pools of blood are smaller. Nett. Leave less body footprints. Bonus, when gossiping about other students. Ooh. The sanity meter will decrease lower. Extra study points during class, no bonus. Ich glaube, wir nehmen den heute mal. Ich glaube, das klingt gut. Okay, so. Kinopsama! Super. Senpai-Schrein! Oh mein Gott, unser Senpai-Schrein! Das ist eine Zahnbürste, die ich von ihm zu Hause geklaut habe. Wenn ich mir damit die Zähne putze, ist es ein sehr wunderschönes Gefühl. Ein wundervolles Alter. Das ist ein Pflaster, das Senpai mal weggeschmissen hat. Etwas von seinem köstlichen Blut ist noch dran. Alter. Diesen Apfel hat Senpai, von diesem Apfel hat Senpai einen Biss genommen. Die Zahnabdrücke, da an den Zahnabdrücken zu lecken, macht so viel Spaß. Ja. Es ist ein bisschen krass, dass ich sag, Mensch, also so eine Freundin, die so ein bisschen irre hinter mir her wäre, das würde ich, das eine Praktikantin meine ich, so eine tolle Praktikantin hätte ich schon, ah, okay, hier könnten wir Bilder ranmachen, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Schule, ne? Prost. Yay! Und das ist die höchste Grafikeinstellung etc. pp. So, was haben wir denn hier? Sollen wir das erstmal ernsthaft versuchen oder Quatsch machen? Was sagt ihr? So, okay, wie kann ich das einpacken? Okay, ich hab's eingepackt. Oh mein Gott, Senpai! Senpai! Huch! Was ist das denn? Yandere-Modus, okay. Was mache ich denn da bitte? What the fuck? Was habe ich denn gerade eigentlich gedrückt? Alter, das ist etwas merkwürdig. Wow, Mäuschen, was ist denn mit deinen... Gehört das so? Also mal... Zeit, Bubs. Oh Gott, Senpai, wo ist er? Oh Gott! Mäuschen! Ich check's nicht. Was willst du mir zeigen? Sehr gut. Yay, guck mal. Sand. Das ist Kokona Haruka. Crush und Senpai. Die mag Senpai auch. Ja, recent Pünktchen, Snowfall. Ich habe ja Mirai Nikki gesehen. Das fand ich ganz gut. Muss ich sagen, das fanden wir ja ganz gut. Das Spiel. Cool. Komme ich jetzt raus? Ah, okay. Kann ich irgendwie mit der jetzt... Ah, komm, pass auf, ich kann mit der reden. Kompliment. Gossip. Ich will dir nur sagen, dass du heute echt lieblich aussiehst. Echt? Oh, das ist so nett von dir. So. Ist das denn? Wow, die kommt voll aus dem Karate-Club hier. 100 Pro. Okay. Hey, bleib mal stehen. Sag mal, lauf doch nicht einfach durch mich durch. Ich fühle mich nicht ernst genommen.
Cool. Wer ist das? Die liebt niemanden. Die ist heroisch. Budo Masuta. Okay, fights back. Reek. Okay, das ist gut. Okay, Alter, was ist mit der denn? Klick. Hihi. Alter, wie die aussieht. Supanachuru. Wir müssen immer noch die suchen. Oh, die gehört zu den Okkulten. Okay. Refuses to provide details regarding her eye condition. Leading to rumors that she is lying about the reasons she wears an eye patch. Okay. Also wir können hier Sachen erfahren. Töte. Auch so ein kleiner Goth hier, ne? Aber das halt... Warte mal, kann man nicht... Sieht merkwürdig aus hier. Wisst ihr was? So darf das... Oh Gott, die Klassen haben begonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will eine Runde mal Unterricht machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin... Hier, Senpai. Nee, es ist Pause. Ist es anscheinend Pause? Oder gehen die doch jetzt hier irgendwo hin? Was ist mit der da los hier? Hitler? Bist du Hitler? Hallo? Selfie? Ja, geklappt? Ach, verdammt. Kann ich mit der Lehrerin sabbeln? Nee, leider nicht. Öffne mal die Tür. Oh, warte mal, die gehen jetzt doch alle in ihre Klassen rein, oder? Wo ist denn jetzt meine Klasse? Hallo? Meeting Room. Ich will meine Klasse. Okkult Club. Irgendein anderer Club. Nee, die sind einfach nur hier. Aber vielleicht mal... Hier sind überall zu viele Menschen, das ist das Problem. Ist jemand auf dem Dach vielleicht schon? Hihi, da hinten sind ja welche. Keiner? Man kann die Leute hier nämlich auch so ein bisschen stalken. Was für ein Zufall, dass man in diesem Spiel Leute stalken kann. Yandere Simulator. Mit Y. Oh, ich glaube, da hinten wird gerade ein Gerücht erzählt. Das würde ich gerne mithören. Kriegen die mich mit? Was machen die denn hier? Das ist ein bisschen merkwürdig. What the fuck? Was macht die denn da? Die stalkt Okaruto. Die mag auch Senpai. Okay. Gossip. Die mochte das auch. Ja. Ich hab dir etwas zu erzählen. Oh mein Gott, das klingt so schlimm. Ja, ich habe, oh Gott, ich habe aber das schon, aber die Max Senpai, das gefällt mir nicht. So, machen wir das einfach mal so. Thema ist durch. Ihr mögt alle Senpai, das ist mir egal. Du bleibst stehen. Hallo. Konnte irgendwie lachen. Kann ich einmal kurz herausfinden, wie ich... Bin ein bisschen irre gerade. Wie hat sie das gemacht? Kannst du mal bitte lachen? Ich würde gerne wissen, wie ich lachen kann. Ist das gut zum Lachen? Nee, ich kann mich nicht, glaube ich, nicht selber abstechen. Wow! Okay.
geil! Ich check's nicht, aber es ist cool! Kann ich den nicht drücken? Yay! Ich bin der Schnellste im ganzen Land! Woohoo! Ich check's nicht! Aber es ist cool! Hier müssen doch noch mehr sein! Ah, Kuh! Ich muss es dem Lehrer sagen! What the fuck? What the fuck? Ich check das nicht ganz, aber es ist witzig. Okay. Bad time. Das muss mir mal jemand erklären. Huch, okay. Hallo, der Kurierdienst ist da. Hallo, lieber Puma. Hallo. Du willst mir in meinen... Hallo, lieber Winter. Hallo. So, ich bin hier gerade. Hast du Undertale etwa nicht gespielt? Nee, habe ich nicht. Man sollte Firefox und Steam nicht auf derselben Platte haben, am Fang runterzuladen. Nee, das stimmt wohl. So, wie geht's dir, lieber Robert Wintermancer? Ja, gut, soweit bei dir? Ja, kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen und ich will das auch gar nicht. Guckst du gerade schon den Stream? Wenn das deine Hackfresse ist, die dann irgendeinem japanischen Anime-Manga-Tüdelüns-Game unterwegs ist, ja, dann guck ich den Stream gerade. What the fuck? Warte! Das ist total gut. Oh Gott, was mache ich? Ich bin gerade ein wenig irritiert. Na komm. Kap heißt das. Das ist super. Oh, du musst es dir angucken. Es ist total gut. So, Moment, die muss ich mal in die Richtung ballern. Ja, ich sehe es, aber ich sehe es halt leider so ungefähr, weiß ich nicht, 5 bis 10 Sekunden verzögert zu deiner Audiospur. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe auf deinem Kanal, hören mich deine Zuschauer überhaupt nicht. Deshalb bin ich geheim. Doch, ich glaube schon. Ah, nee, das stimmt. Das ist Tatsache, weil ich hier die Lautstärke ja anders gemacht habe. Ich habe die Lehrerin weggeballert. Ey, ich kann die aufsammeln. Nee, die Leute hängen in der Luft. Ich baller die in die... Das ist ein wenig mysteriös, was hier vorgeht. Oh Gott, ich kann Senpai nicht töten. Aber das wollen wir auch gar nicht. So, pass auf. Ich mach den Kram hier mal aus. Es war auf jeden Fall sehr schön. War auf jeden Fall kurz sehr schön, um diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken. So, Dille. Jetzt sollte man dich auch gut hören können. Nochmal für alle anderen, der Robert, der Wintermancer ist da. Hallo. Hallihallo. So. Ah. Run Punch Man. So, lass mich mal gucken. Was steht hier? Wasted. Ich muss nochmal sehen, was da... Hast du Undertale etwa nicht gespielt? Bad Time ist ein Undertale-Witz. Nee, den kenne ich nicht. Doch, Castellato hatte ich sogar auch schon begrüßt. One Punch Man, sehr gut. Du schreibst auch, sehr schön. Ach ja, du bist ja auch noch Moderator, ne? Ja, du hast es mir zumindest bisher nicht wieder weggenommen. Was hältst du von dem neuen Outlook hier? Von allem so, wie es aussieht? Ist irgendwas anders? Ach doch, du hast jetzt ein Hintergrundbild, ne? Es ist komplett anders. Das ganze Ding ist anders. Das ist ganz neu gemacht und alles. Ah. Hält ja, das nicht ich gehört zu den Leuten, nee, ich merke das auch immer nicht, wenn meine Frau sich die Haare gefärbt hat oder beim Friseur war. Genauso wenig merke ich das scheinbar in deinem Kanal.
Das ist ja schade. Das bedeutet einfach, du guckst auch zu wenig. Aber das ist gar nicht das Problem. Überleitungsgenius, denn es wird in nächster Zeit häufiger mit dem Stream kommen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht quasi zweimal im Monat streame und das vielleicht auch auf einen Sonntag lege. Weil viele Leute montags das ja irgendwie nicht schaffen. Was sagst du dazu? Klingt das gut oder klingt das blöd? Boah, das kommt auf deine Zeit an, ne? Also wenn du das machen willst und dein Publikum das auch möchte, mach es halt zweimal im Monat. Macht ja durchaus Sinn, ne? Da musst ja, du mal den Rest von deinem Publikum fragen. Ich meine so, ja, das schreibe ich. Aber auch generell, wie es mit, ob sonntags deiner Meinung nach eine gute Zeit wäre oder nicht. Achso, hier, Leute, das ist eine Kaugummi-Zigarette, ihr wisst das. Also wenn du jetzt mich persönlich fragst, für mich persönlich ist Sonntag immer ein schlechtes Datum, aber damit möchte ich dir deinen Termin nicht madig machen, weil das der einzige Tag in der Woche ist, wo meine Frau immer frei hat, weil die halt im Einzelhandel arbeitet und der Sonntag so die einzigste Garantie ist. Also für mich persönlich ist Sonntag nicht gut, aber ich glaube, für viele andere ist Sonntag ein super Tag vom zeitlichen her. Naja, und dann macht ihr dann wahrscheinlich aber auch ganz viele Sachen immer so zusammen dann, ne? Well, üblicherweise ist das der Plan. Meistens ist das Wetter schlecht und man guckt dann halt Fernsehen, ne? Naja, oder Stream halt, ne? Könnt ihr ja genug gucken. Well. Also, komm, also, das ist heute schon gar nicht schlecht hier. Ich muss mal kurz einen kleinen Test machen. Ich möchte dir nämlich etwas zeigen. Du musst auch gleich einmal, wenn ich dir sage, jetzt einmal den Sound anmachen von dem Stream, damit du das mitbekommst. Weil ich habe halt komplett das System geändert. Ich mache jetzt gleich einmal kurz einen Test. Denk bitte dran, dass das bei mir so 5 bis 10 Sekunden dauert, bis ich das sehe, ne? Ja, deswegen sage ich dir ja, ich mache jetzt einmal nur kurz einen Test. Also nicht wundern hier, Leute. Mach jetzt mal den Sound an und ich bin mal kurz still so lange. Und du musst sagen, wann du es gesehen und gehört hast. Es ist eine Testdonation von 77 Euro. Habe ich das gesehen. Also so 5 Sekunden Verzögerung ungefähr. Boah, schon ein bisschen mehr. Also ich habe schon 10 das Gefühl. Aber ist cool, oder? Ist das, wenn jemand eine Donation an deinen Channel macht? Ist es dafür da? Ja, ja. Und das hat der Borbarat hat das vorhin schon getan. Der hat mir vorhin Geld gespendet und da war das dann. Das ist halt total toll. Da kommt ein Sound, dann ist da noch dieses Andi-Gift da drin und dann hier so mitten im Bildschirm. Ich finde das total gut. Ja, dass du das Andi-Gift gut findest, das ist natürlich auch, sagt viel über dich aus jetzt auf so psychologischer Ebene, würde ich sagen, ne? Ja, einfach wegen der Technik an sich. Und ich meine, ich weiß nicht, ich mag mich auch. Und einfach, weil es halt auch zu meinem Stil passt, weil es halt einfach quatschig und albern ist. Ich weiß, das war als Beleidigung gemeint, aber... Das war überhaupt nicht als Beleidigung gemeint, das unterstreicht den, du magst dich halt selbst. Ist das ein sinnvoller deutscher Satz? Du magst dich halt selbst? Ja. Naja, es ist ein Unterschied zwischen Selbstverliebtheit und Selbsthass, ne? Das schreibt nämlich gerade der Castellator. Das sind halt wirklich diese Extreme, diese Polaritäten. Und mir geht's da quasi eher darum, dass ich doch eine gesunde Wahrnehmung meiner selbst habe, würde ich jetzt so sagen. Natürlich kennst du mich auch stark als den quatschigen Andi, ne? So haben wir uns auch damals kennengelernt. Aber ich sag so einfach von meiner Einstellung her, mag ich mich eigentlich. Ich bin ein Mensch, mit dem ich auch gerne zusammenhängen würde. Ja. So, mach doch noch mal die Haare für mich, bitte. Die Haare, was soll ich machen? Die Haare, bitte. So, musst du gleich mal gucken. Ich hoffe, dir gefällt das. Ich mach das nur für dich gerade. Kann auch, warte. Ja, geil, ich mach das so, damit das so richtig schlecht aussieht wegen der Geheimratsecke da. Das ist super. Das ist doch toll. Ach du Scheiße, ey. Ja, wunderschön. Ich hab's jetzt auch gesehen. Wunderschön, Andi. Mach den Emo. Mach's vernünftig, bitte. Es dauert jetzt aber 10 Sekunden, musst du das jetzt noch ertragen. Das ist okay, ich kann den Browser einfach runtertappen, solange. Na, dankeschön. So, wir haben ein Thema. Ich hab den Robert quasi heute gefragt, ob er nicht Bock hat, mit mir tatsächlich mal eine Talkrunde zu machen.
Das habe ich schon mir länger mal gewünscht und auch gewollt. Und diese Sache kommt, habe ich nicht gemobst, aber orientiert an dem, was Sergeant Rumpel in seinem Livestream immer macht. Der macht das nämlich auch ganz oft, der haut auch vorher noch News raus und alles, soweit will ich mich da gar nicht... Na, ihr hört Nachrichten, die euch interessiert und das, was ich laber, das interessiert euch da vielleicht nicht, deswegen lasse ich diese News einfach weg. Aber, dass man so mal miteinander spricht, das finde ich gar nicht blöd. Und was ich dazu sagen muss, es geht quasi da nicht darum, dass man letztendlich ein Ergebnis hat oder ein Ziel, sondern einfach nur das Thema einfach mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten, ohne wirklich eine feste Aussage treffen zu müssen. Castellato schreibt, fehlt nur noch mit der Community. Ja, quasi, dass ich auch diese Größe habe, aber ihr dürft gerne, und ich habe den Chat direkt vor meiner Nase gerade nochmal, und zwar auch in Echtzeit, dürft ihr gerne mitschreiben, was ihr darüber denkt. Und ich werde das auch zwischendurch immer mal wieder vorlesen. Aber ich habe dir jetzt vorhin mal gesagt, das Thema genannt und du solltest dir erstmal Gedanken machen. Wie lautete denn das Thema? Oh, erwischt. Irgendwas mit Gewalt. Warte mal. Recht des Stärkeren oder sowas? Recht des Stärkeren war es, richtig? Recht des Stärkeren ist das Thema. Und da ist es aber schon interessant, dass du das gleich mit Gewalt assoziierst. Warum? Naja, es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Kontext du das setzt. Aber im Regelfall kannst du davon ausgehen, dass das Recht des Stärkeren ja darauf beruht, dass jemand irgendeine Form von Gewalt auf jemand anderen ausübt. Das muss ja nicht immer sofort körperliche Gewalt sein. Aber wenn ich stärker bin, kann ich ja irgendwas ja besser, kraftvoller als jemand anderes. Und das auszunutzen ist in meinen Augen schon eine Form von Gewaltausübung, auch wenn es nicht immer direkt körperliche Gewalt ist. Ja. Ja, Top-Thema. Recht des Erkennen. So, jetzt mal sehen, ob er das auch so erkennt, ob das auch funktioniert. Ich will das nämlich gerade mal hier schön ändern. Ah, natürlich, das erkennt er nicht. So. Kann ich das gleich nämlich schön live einmal ändern und gleich schön einmal hier Rip Chico machen. So, super. Ich mag das neue System. Gewalt ausüben auf jemanden, quasi auch unter dem Ding Fremdbestimmung? Frage? Ich wollte gerade fragen, war das eine Frage? Also vielleicht machst du da mal noch ein bisschen Fleisch ran. Was willst du mich fragen? Fangen wir anders an. Welche, hast du ein Beispiel oder eine direkte Situation vor Augen, wenn ich wirklich einfach nur sage, Recht des Stärkeren? Irgendeine Situation, ein Beispiel halt. Ja, ich glaube, die klassische Szene ist das, was die meisten auf dem Schulhof auch in irgendeiner Form mal miterlebt haben, denke ich mal. Ne? Also so zwei Kids auf dem Pausenhof, Streit um X, was weiß ich, bei dem einen ist es ein Ball, beim nächsten die Pokémon-Karte oder was weiß ich. Pausenbrot, Pausengeld. Pausengeld, Pausenbrot, genau, um bei den klassischen Simpsons-Themen anzukommen. Und dann gibt's halt eins ins Gesicht und der Stärkere hat halt danach ein Pausenbrot mehr, ne? Also ich glaube, das ist so das klassische Szenario, was die meisten halt irgendwo herkennen. Ja, das ist wirklich das Klassische. Für mich war jetzt aber letztendlich auch, oder ein Bild, was mir halt kam, wenn es halt zum Beispiel um die Hashtag Praktikantin-Suche geht, na, das ist jetzt hier der neue Witz daran. Man sagt nicht mehr Freundin, man sagt Praktikantin. Zumindest bei mir. Und das ist da halt, die Stärke muss ja nun nicht tatsächlich hier wirklich mit Kraft und mit Gewalt sein, sondern vielleicht auch mit anderen Dingen einfach. Ich bin stärker als du im Sinne von, ich habe vielleicht mehr Erfolg, ich bin größer, ich sehe besser aus, ich habe bessere Schulnoten, ich kann schneller laufen, bin intelligenter oder was auch immer. Oder auf jeden Fall vielleicht auch einfach charismatischer von der Art her und kriege deswegen diese Praktikantin. Anstatt der vielleicht ehrvollere Gefühle hat oder es ehrlich meint. Na, weißt du, wie ich das meine? Ja, wobei ich so Rechtsstärke ein bisschen enger fassen würde. Also eigentlich beruht das ja eigentlich auf dem Faustrecht. Also auf dem klassischen, ja. Wir haben eine direkte Konfliktsituation und der Stärkere gewinnt. Also das, was du jetzt angeführt hast, das ist ja so eine ganz klassische Konkurrenzsituation mit Vor- und Nachteilen. Ob man das jetzt, also würde ich persönlich zumindest nicht so in den Bereich Recht des Stärkeren setzen.
Ich würde Faustrecht eher so in die direkte Konfrontation setzen. Also, Ja. Wo zwei Leute in direkter Opposition zueinander um etwas kämpfen und wenn es nur darum ist, Recht zu haben. Bei der Praktikantin ist es ja jetzt eher so, die geht dann halt, wenn ich es richtig verstanden habe in deiner Ausführung, dahin, wo sie besser bequatscht wird, hinzugehen, richtig? Ja, letztendlich, aber das hat ja quasi auch seine Ursache und letztendlich auch, man trifft ja in solchen Situationen auch immer eine Entscheidung. Und die wiegt man ja an irgendwelchen Dingen oder an irgendwelchen greifbaren Tatsachen ab. Quasi. Und so. Und da ist es ja nun, wie gesagt, grundsätzlich ist ja die Frage, ist es denn heute noch existent, das Recht des Stärkeren? Denn damals, wie du halt sagst, ne, oder beziehungsweise na, auch heute in der Schule, aber damals war es ja Standard. Ja, da ging es ja auch reich gegen arm. Ne? Wer ist stärker? Wer kann quasi mehr erreichen? Wenn wir jetzt einfach mal Zeit der Industrialisierung oder Mittelalter oder sonst was denken. Ne? Der stärker war, der hat letztendlich das bekommen, was er wollte. Und der schwächer war, hat es nicht. Nun sind wir aber heute in einer Sozialgesellschaft. Ne? Gerade hier in Deutschland, es gibt auch, ne, natürlich gibt es noch Länder, da ist es noch anders. Aber gerade hier in Deutschland ist es eigentlich so, okay, jeder ist gleichberechtigt irgendwo. Und jeder hat auch das Recht auf die gleiche Versorgung und auf den gleichen Scheiß. Es ist nun egal, ob du nun irgendwie Manager bei VW bist oder halt Hartz-IV-Empfänger in Berlin-Kreuzberg. Ne? Du kriegst auf jeden Fall deinen Kühlschrank gefüllt, hast Anrecht auf eine gewisse Information, du darfst einen Fernseher haben, der wird dir im Zweifelsfall auch gestellt, sogar Tatsache. Und du lebst zwar nicht mehr so mega im Luxus, aber du kannst überleben. Und Recht des Stärkeren war damals ja eigentlich, okay, gib mir das, was ich will, oder ich töte dich. Ja, definiere damals. Also ich meine, das Recht des Stärkeren oder Faustrecht oder wie auch immer du es nennen willst, stammt ja ursprünglich aus dem mittelalterlichen Fehderecht. Also dass Richtig. Du quasi, wenn einer deine Familie beleidigt, haust du ihm deinen Stahlhandschuh ins Gesicht und danach, was weiß ich, schlachtet ihr euch gegenseitig mit dem Schwert ab oder pistolisiert euch. War das nicht ein Federhandschuh? Ja, natürlich war es ein Federhandschuh, aber es ist viel intelligenter, in den Stahlhandschuh ins Gesicht zu hauen. Eigentlich ja. Nicht mehr so kampffähig. Da haben wir schon den ersten gelandet. Richtig. Das ist eine Zahnreihe auf jeden Fall schon mal weg. Und also wenn du das jetzt aufs Staatliche setzt, also da gilt ja heutzutage und auch schon seit längerer Zeit ist ganz klar das Gewaltmonopol des Staates. Also Faustrecht ist ja heute gleich, also beziehungsweise war auch schon damals, aber ist heute erst recht gleichzusetzen mit Selbstjustiz. Und das ist natürlich schlicht und ergreifend strafbar. Das heißt, ich würde jetzt schon sagen, gerade in unseren, also in unseren Gefilden, wenn wir jetzt mal über Deutschland sprechen, ist Faustrecht eigentlich nicht gegeben. Klar kann ich jetzt, ne, wir beide streiten uns, wir stehen auf der Straße, wir nehmen jetzt einfach mal Annahme an, ich bin der Stärkere. Du kannst gerne auch mal der Stärkere sein im nächsten Beispiel dann. Ich hau dir vollends auf die Nase, weil ich glaube, ich habe recht und nehme dir dein Pausenbrot weg. Ja, jetzt mal, um bei dem Beispiel Schulhof zu bleiben. Dann habe ich zwar in dem Moment gewonnen und man könnte jetzt sagen, Recht des Stärkeren, aber letzten Endes werde ich dafür in irgendeiner Form normalerweise zur Raison gezogen. Also bei den Kindern ist es jetzt irgendwie die Pausenhofaufsicht oder sowas. Im echten Leben, wenn wir zwei das heute machen würden und ich hau dir einfach unbegründet einen aufs Maul und das war nicht in Notwehr oder sonst irgendwas, wird das im Regelfall darin enden, dass du mich wahrscheinlich anzeigst und in letzter Instanz Recht bekommst, obwohl du in dem konkreten Streit der Schwächere warst, aber die Gesellschaft dich eben vor meiner Gewaltausübung beschützt. Mit Richtig. Gesetzen. Richtig. Und da gerade dieses Beispiel ist gar nicht schlecht, weil wenn es jetzt auf dem Pausenhof wäre und der ne, regelmäßige Knutsch-Zuschauer weiß ja, dass ich einen weiteren Job habe und auch an einer Schule arbeite. Und wenn ich jetzt einfach überlege, dass es da oft zu Situationen kommt, wo der Stärkere dem Schwächeren halt irgendwie einen auf die Nase haut oder abzieht oder erpresst oder was auch immer und es dann oft zu der Situation kommt, ey, wenn du das aber erzählst, dann gibt's nochmal richtig Ärger. Und das ist so oftmals gar nicht dann passiert. Aber du hast auch noch den Rechtsstaat halt als solchen noch erwähnt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist irgendwo schon in einer gewissen Weise, weil er übernimmt ja dann quasi dadurch, dass er quasi die ausführende und durchsetzende Gewalt nachher ist, das Recht des Stärkeren. Zwar in geordneten Bahnen, würde man mal sagen, quasi am Grundgesetz gerichtet. Orientiert wollte ich nicht sagen, sagen wir mal dran gerichtet. Und dass es da sich verschoben hat. Weißt du, dass es nicht mehr zwischen Person A oder B
nur irgendwie rechte Stärkeren existent ist, sondern halt auch noch eine dritte Partei mit ins Boot gesprungen ist. Du weißt, wie ich es meine. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also vielleicht erstmal, also man nennt das ja schlicht und ergreifend Gewaltmonopol des Staates. Ja. Das ist ja das, was die Polizei bei uns ausübt. Und weil du eben meintest, gerecht, ich würde da auch noch ausklammern wollen, Recht und Gerechtigkeit sind zwei komplett getrennte Dinge. Also das eine sind Gesetze, das andere ist Gerechtigkeit. Ne? Also ein Gesetz tut nicht immer, also erzeugt nicht mal Gerechtigkeit. Und genauso ist natürlich der Staat nicht dafür da, einem von euch, also von uns beiden jetzt in diesem Streit gegenüber, soll ich sagen, Recht zu haben oder Recht zuzufügen, sondern es gibt ja dieses schöne Sinnbild der blinden Justitia mit den verbundenen Augen. Er soll ja eher die ausgleichende Gewalt eigentlich sein, die zwischen uns quasi vermittelt. Mit dem Wagen quasi, ja, ja. Genau. Die dafür sorgt, dass wenn ich Unrecht getan habe, wohlgemerkt Unrecht, nicht irgendwas auf Gerechtigkeit basierend, sondern dagegen das Gesetz verstoßen habe, indem ich dir eine reingezimmert habe, dass ich dafür bestraft werde und du dein Recht zugesprochen bekommst und damit eben diese ausgleichende Gewalt stattfindet. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, ich finde das gut, also diese Ansicht auch noch da, also wir ähneln uns da ja nun recht ähnlich mit der Ansicht, also das ist die irgendwo schon, Castellato hat das auch gerade geschrieben, ich denke, das Recht des Stärkeren wird es immer geben. Es ist ja auch irgendwie menschlich. Das würde ich schon sagen, weil letztendlich gerade in unserem sozialen System und auch mit, weiß ich nicht, alleine durch die ganze Entwicklung und die Erziehung der letzten 100 Jahre, würde ich einfach mal sagen, ne? Wo es halt einfach heißt, pass auf, du hast Rechte als Mensch, du, ne, Du bist was ganz Besonderes, du bist total individuell und ne, in deiner Art einzigartig. Und das sowieso dann alle heißen, so pass auf, okay, ich habe meine Meinung und wenn ich Recht habe, dann bestehe ich auch drauf, dass ich generell Recht habe. Und auch wenn ich in der Gesellschaft dann sage, ja okay, ich halte jetzt mal lieber die Schnauze oder was auch immer, denke ich mir ja trotzdem, okay, ich habe Recht. Aber ich denke, dass es im Gegensatz zu früher und eben halt, ne, wo du das schon sagst, wegen Face-to-Face, damals aus dem Mittelalter, wo es halt entstanden ist, quasi, beziehungsweise ich würde sagen, es ist sogar noch früher entstanden. Die ersten Höhlenmenschen. Ich denke, Recht durch körperliche Überlegenheit, das ist wahrscheinlich so alt wie die Menschen und die Tiere selbst in letzter Instanz. Richtig. Und da denke ich eben, dass es sich halt eben noch auf eine andere Ebene verschoben hat. Nicht nur, dass es direkt ist, weil damals war es ja wirklich direkt. Ich bin stärker als der, hau dem einen rein, ich hab gewonnen, Thema durch. Wird sich nie wieder ergeben. Vielleicht wird ein Racheversuch starten oder ich mach's nochmal. Gut. Aber heute ist es so, du begehst Unrecht, also verstößt gegen das Gesetz, so wie du es gerade halt selber gesagt hast. Und bekommst dafür auch, gerade Papier ist geduldig, ne, gerade mit unseren heutigen Verwaltungsbeamten, Hashtag Menschen, dass sowas auch wirklich über eine ganze Dauer an Zeit irgendwie sich dann auch erst durchsetzen kann, quasi. Nicht nur ich hau eins auf die Schnauze, sondern jemand verstößt gegen das Gesetz und bekommt dann quasi Monate später, weil es dauert halt immer so lange, irgendwie den Brief, alles klar, bleiben Sie mal die nächsten Tage zu Hause, wir schicken irgendwann mal ein paar Leute und holen Sie mal ab, Sie verbringen mal ein paar Tage irgendwie im Bau. So ist es natürlich nun nicht, das ist klar, aber einfach mal blöd gesprochen, ja? Ja. Ich würde gerne das von Castellato nochmal aufgreifen. Ja. Du kannst das lesen, ne? Du guckst. Ja, ja, ich kann das lesen. Ich habe die Seite offen. Also, rechte Stärke wird es immer geben, ist irgendwie menschlich. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, unter welchem Aspekt man das betrachtet, Castellato, finde ich. Weil du hast halt, also was du so ein bisschen ansprichst, ist, glaube ich, so dieser sozialdarwinistische Ansatz, also quasi Überleben des Stärkeren. Der hat immer recht. Es gibt aber natürlich auch noch andere Ansätze, wie man sich verhalten kann. Also gerade auch der humanistische Ansatz geht natürlich auch davon aus, dass du, obwohl du vielleicht in einer Situation der Stärkere bist, es eben nicht ausgenutzt wird, sondern dass du eben auch auf Argumente von anderen Leuten eingehst und sie eben nicht versuchst, durch körperliche Stärke oder Überlegenheit zu dominieren, sondern wir eben in einer Gesellschaft zusammenleben. Und deshalb würde ich das mit dem Menschlichen mit einem Fragezeichen sehen. Ja, wir kommen sicherlich aus einer Kultur und einem sozialen Umfeld, auch als Menschen, so was sich über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt hat, wo sicherlich auch so der darwinistische Ansatz, der Stärkere hat Recht und gewinnt,
immer mitgeschwungen hat und auch teilweise natürlich immer noch mitschwingt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade so in den letzten 100-200 Jahren ist es ja gesellschaftlich schon stark, auch gerade mit humanistischen Ideen und so weiter, in die Richtung gerutscht, dass ich andere Menschen halt respektiere und auch ihre Meinung respektiere. Ne? Ich muss nicht alles gut finden und ich kann meine eigene Meinung haben, aber es gibt eben andere Mittel und Wege, das zu klären, als dem anderen direkt die Fressleiste in Einzelteile zu zerlegen. Heute schon. Damals waren die Möglichkeiten ja nun auch aufgrund der mangelnden Intelligenz und Allgemeinbildung und Rechteverständnis und Wahrnehmungsverständnis einfach anders und verschoben. Damals war es eigentlich die einzige Möglichkeit, weil man von wegen Reflexion, Supervision, über Gefühle sprechen und Mensch, was macht das mit dir, damals ja so gar nicht existent war. Ne? Ich glaube, Gewalt war einfach präsenter in der Vergangenheit an sich. Also auch wenn du dir die Zeit vor den zwei Weltkriegen anguckst, wie Erziehung gelaufen ist. Was soll ich sagen? Also Intelligenz würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Grundintelligenz ist schon vorhanden. Ja, der Bildungsstandard ist besser geworden, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube auch, unsere Erziehung, wie wir sozialisiert werden, ist menschlicher geworden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin erzogen worden in meiner kompletten Kindheit, ohne ein einziges Mal geschlagen worden zu sein. Wenn wir jetzt mal 100 Jahre... Wenn ich dich so ansehe, kann ich dir das gar nicht glauben. Ficken Sie sich. Später. Aber wenn wir jetzt mal 100 Jahre zurückspringen, ja, und der arme kleine Robert wäre 100 Jahre früher geboren, ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Ich hätte garantiert ein paar Mal was von meinem Vater oder Großvater mit einem Gürtel bekommen, weil das einfach normal war. Ja. Und dadurch habe ich natürlich dann auch Gewalt erfahren und habe gelernt, dass ich so auch auf sowas zu reagieren habe. Das heißt, wenn ich meine eigenen Kinder erziehe, werde ich auf diese Lernmuster oder diese Verhaltensmuster zurückgreifen. Und da war einfach Gewalt, denke ich, wie soll ich sagen, präsenter. Und das ist zurückgegangen. Also viel auch aus der, ich glaube, ist es die 68er-Bewegung? Ist schon voll. Humanismus ist natürlich von der Idee schon älter. Aber gerade auch diese anti-autoritäre Erziehung und so weiter, das sind ja alles Konzepte der 60er, 70er Jahre, wo wir jetzt so die erste Generation sind, die, wenn es gut geklappt hat, komplett in diesem Gedanken gut erzogen worden ist. Und wir sind da natürlich ganz anders drauf. Das kann man jetzt sagen, wir sind alle verweichlichte kleine... Ich sage das Wort jetzt nicht, was ich sagen möchte, weil das irgendwie frauenfeindlich wäre. Du merkst, in welche Richtung es geht. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, wir sind, was soll ich sagen, deutlich gewaltfreier erzogen worden, als das in der Vergangenheit eben der Fall war. Ja, wenn du einfach mal überlegst, dass es damals, in Anführungsstrichen, also noch zur Zeit der Industrialisierung, was ja halt auch wenige hundert Jahre erst weg ist, tatsächlich auch noch gang und gäbe war, okay, pass auf, gerade Rechte der Kinder. Wir haben ein Kind zu viel, weil kein Geld für Verhütungsmittel, die sowieso zu der Zeit auch noch nicht wirklich, ne, Aufklärung etc. pp., das gab's alles ja in der Form noch überhaupt nicht. Und alles klar, ich habe jetzt irgendwie ein Kind und kann das nicht ernähren. Das kommt hinten einfach ins Fass und wird dicht gemacht, bis es platt ist. Das gab es damals, das war halt auch noch gang und gäbe teilweise, ne? Und es hat sich halt gerade auch mit den Rechten der Kindern und so wie du das halt sagst zum Thema Erziehung. Ich muss sagen, ich habe damals auch viel Scheiße gebaut und ich habe tatsächlich von meinem leiblichen Vater damals auch immer mal wieder einen auf den Arsch bekommen. Aber ich muss auch sagen, verdient. Du sagtest, du hast es jetzt natürlich so, so erlebt, dass du halt absolut gewaltfrei erzogen worden bist oder eine gewaltfreie Kindheit verlebt hast im Elternhaus. Und das so auch weitergeben wirst. Für viele ist es ja allerdings das auch, okay, pass auf, ich wurde jetzt irgendwie, nicht verprügelt, aber ich habe damals ein paar Mal einen auf den Arsch bekommen. Nicht zwangsläufig so, dass es weh tut, sondern einfach nur an der Geste an sich, dass das Kind dann merkt, okay, hier war gerade richtig scheiße oder wie auch immer. Dass die dann halt sagen, ja, nee, ich mache das jetzt alles anders mit meinen Kindern. Und diese Beobachtung steht schon seit einigen Jahrzehnten im Raum, dass man wirklich merkt, von Generation zu Generation sind die Kinder weniger respektvoll erzogen. Was darin resultiert, dass man zum Beispiel in der Grundschule, 1., 2., 3., 4. Klasse, Kinder hat, die es einen Scheiß interessiert, ob da nun ein Erwachsener steht als Lehrer oder zwei oder drei oder vier. Und die trotzdem einfach machen, was sie wollen. Aber dass nicht nur ein Kind irgendwie in der Klasse ist, was dann speziell auffällig ist, sondern dass dann irgendwie 3, 4, 5 sind, mindestens, die das echt überhaupt nicht interessiert. Und sagen, okay, das ist für mich Spaß und alles und ich bin ja ganz individuell und kann machen, was ich will. Und
in der Form einfach keinen Respekt haben, weil sie auch immer eine Wahl hatten. Ja, man sagt das ja, Mensch, möchtest du lieber das spielen oder möchtest du lieber jetzt das? Da muss ich mal direkt reinhaken. Entschuldige, wenn ich dich da so abkatte, aber das würde ich verneinen wollen. Respekt hat nichts mit mit gewaltmäßige Grenzen setzen. Respekt hat etwas damit zu tun, Grenzen zu setzen oder Gesetze zu bekommen in der Erziehung. Ich kann dir sagen, wie gesagt, ich habe in meiner Erziehung nie Gewalt erfahren. Ich habe aber durchaus ein sehr gesundes Maß an Respekt. Du kennst mich auch persönlich. Ich bin ein sozial sehr umgänglicher Mensch. Und ich hoffe, man merkt das auch. Kann mich auch wohl artikulieren, ohne dauernd Alter zu sagen. Es hat was damit zu tun, ob man ein Wertekonstrukt vorgelebt bekommt oder nicht. Es muss nicht durch Gewalt erzwungen sein. Das Wichtige ist, dass mir jemand zeigt, mir eine Orientierung gibt, wie ich mich zu verhalten habe. Im Idealfall ist das Elternhaus. Schule kann es oft nicht leisten, da muss man realistisch sein. Aber es muss irgendwo ein Wertekodex herkommen. Du brauchst als Kind und Jugendlicher irgendeine Vorbildsfunktion, die dir vorlebt, wie du dich zu verhalten hast. Das muss nicht durch die harte Hand sein, das kann auch einfach durch eine Vorbildsfunktion sein. Jemand, zu dem ich aufschaue, der mir eben zeigt, wie man sich zu verhalten hat, an was für Regeln man sich zu halten hat und den ich im Idealfall freiwillig nachahme, weil ich ihn als Vorbild sehe, wenn ich ein Kind oder Jugendlicher bin. Richtig, ich glaube, wir sind da einfach zu anderen. Genau, also ich meine, du bist in der Pädagogik unterwegs, du kannst das noch betiteln. Da haben sich, glaube ich, die Erziehungsmodelle auch einfach geändert. Es gibt ganz andere Möglichkeiten mittlerweile, auf ein Kind einzuwirken, außer ihm halt mit dem Ledergürtel eine über den Latz zu ziehen. Richtig, aber pass auf einmal, jetzt muss ich nochmal kurz einhaken. Das kam dann gerade noch, weil ich wollte es ja auch noch weiter ausführen. Es geht nicht nur darum irgendwie, meine Aussage war nicht, dass wenn ich ein Kind schlage, es erst dann Respekt lernt, sondern halt die Aussage ging mit dem von vorher vorein, dadurch, dass es halt heißt von Generation zu Generation, okay, meine Eltern haben das und das getan, ich schwäche das ab, weil ich möchte nie so wie meine Eltern werden und erziehe das Kind anders und freier und liebevoller in Anführungsstrichen. Und dadurch kommt automatisch halt nicht nur, dass das Kind nicht geprügelt wird, Gott sei Dank, ne? Das ist schön. Also ich bin auch absolut ein Feind von Gewalt gegen Kinder oder Gewalt gegen Menschen an sich, was körperliche Gewalt da betrifft. Gewalt in Grenzen aufzeigen auf jeden Fall. Und das ist eben das, was von vielen jungen Eltern, sage ich jetzt mal, einfach missverstanden wurde. Und die einfach ihre Grenzen nicht setzen. So wegen, okay, das Kind will jetzt irgendwie doch noch 10 Minuten Fernsehen gucken. Es sollte jetzt um 7 im Bett sein. Okay, ich lass jetzt einfach, dann habe ich keinen Stress. Oder ich möchte, dass das Kind selber entscheidet. Aber was man halt einfach nicht bedenkt, ist einfach, dass dieser biologische Ablauf, diese biologische Entwicklung im Hirn noch gar nicht gegeben sein kann in einem jungen Alter, dass Kinder selber für sich entscheiden können. Denn Kinder wissen nicht, was gut für sie ist. Die wissen es vielleicht, weil Mama hat mal gesagt, ja, so lange aufzubleiben ist nicht gut für dich. Das wissen sie, aber das haben sie nicht übernommen und nicht verstanden. Da gibt es einen Unterschied zwischen erlerntem Verhalten und übernommenem Verhalten. Quasi, wie sie das da auch ihre Entscheidungen testen und alles. Je öfter du es hörst, desto mehr glaubst du dran. So, ne, da war auch damals zum Beispiel die Sache, alle Ossis, ne, auch klischeehaft jetzt, alle Ossis erzählen ihren Kindern, die im Westen haben das viel besser als wir. Und die haben viel mehr Geld. Und da wird von vornherein gleich so ein gewisser Neid irgendwie aufgebaut und daher kommt dann auch tatsächlich auch bei uns in Deutschland immer noch, ja, so ein Zähneknirschen, wenn man sagt Ost und West. Ja, oder, oh, du bist ein Ossi, oder der Ossi sagt, oh, du bist ein Wessi, dir geht's ja viel besser als mir und solche Geschichten. Und da geht's letztendlich für mich darum, meine Aussage ist, von Generation zu Generation ist es so, dass Erziehung weicher wurde. Auch im Sinne von Regeln durchsetzen und Regeln und Normen weiter zu vermitteln. Und eben halt, und das ist eine sehr gute Entwicklung, eben halt auch wenig bis gar keine Gewalt gegenüber Kindern. Das war meine Aussage. So. Dass es einfach weicher wird. Batz. Ja, ich möchte kurz nochmal die Flagge der Ossis hochhalten. Als geborener Staatsbürger der DDR. Ich höre dich nicht. Irgendwas nein, leckt nee, da. Irgendwie, wo ist der Kickbutton? Ich fühle mich gar nicht angegriffen. Ich möchte nur mal in die Runde reinwerfen, dass es definitiv nicht der Fall ist. Also das mag durchaus sein. Kann durchaus sein, dass es auch ostdeutsche Familien gibt, denen erzählt wird, dass die bösen Westdeutschen ganz viel Geld haben. Also bei mir war es zum Beispiel nicht so. Ich bin ganz normal aufgewachsen und
ohne dass mir erzählt wurde, was die bösen Wessis uns alles wegnehmen, die bösen Kapitalistenschweine. Und kenne auch diese ganzen, also ich kenne die Ressentiments natürlich, die es auch heute immer noch gibt. Aber, also ich persönlich bin nie so erzogen worden. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Familienfrage. Ansonsten, ja, Erziehung, also ich glaube, wir haben einfach Fortschritte gemacht, so wie in anderen technischen Bereichen auch, ist glaube ich auch, aber da, wie gesagt, deshalb würde ich das auch unkommentiert stehen lassen, was du da gemeint hast aus der Pädagogensicht. Da bist du fachpersonaltechnisch tiefer drin. Wir haben auch einfach da Fortschritte gemacht, wie Erziehungsmethoden aussehen, die Kindern gut tun, wann man einem Kind was beibringen kann und wann man einem Kind was noch nicht beibringen sollte. Solche Dinge wusste man halt teilweise in der Vergangenheit noch nicht. Ansonsten Erziehung generell weicher, ja, finde ich ein bisschen schwammig ausgedrückt. Also ich glaube, Erziehung muss nicht weich sein, nur weil sie auf Gewalt verzichtet. Das Wichtige ist halt, dass sie konsequent ist und dass man Vorbild ist, weil das vergessen halt viele Eltern, glaube ich, auch oft. Du bist halt immer ein Vorbild. Also nicht nur, wenn du die guten Sachen machst, du bist vor allen Dingen auch dann ein Vorbild, wenn du die schlechten Sachen machst, ne? Ja. Nee, und das war, wie gesagt, es geht nicht nur weich aufgrund von Verzicht auf körperliche Gewalt, sondern eben halt auch, dass Dinge von Kindern abverlangt werden nach dem Thema, okay, die es gar nicht bewältigen kann, wie wirklich Entscheidungen für sich und das Leben selber zu treffen, weil Kinder sind grundsätzlich schon von Anfang an impulsgesteuert und erlernen erst während ihrer Zeit lebend auf diesem Erdball, dass sie halt immer mehr dieses Impulsgesteuerte ablegen und mehr rational denken. Und da wird von den Kindern viel abverlangt. Was man auch stark beobachten kann, ist es halt, wenn Eltern trennen sich, lassen sich scheiden, alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter, der oder diejenige, die ein Kind oder mehrere Kinder halt bei sich dann hat, dass eines der Kinder als Partnerersatz angesehen wird. Nicht offiziell und nicht bewusst, aber quasi, das sieht man dadurch, dass über Probleme gesprochen wird. Wenn die Mutter auf einmal, die alleinerziehende Mutter, mit ihrem 11-jährigen Sohn darüber spricht, ach Mensch, hier, jetzt muss ich gucken, wie ich das mit dem Haus mache und ich muss dies und das. Das sind Dinge, die kann ein Kind so noch nicht begreifen. Aber es wird dadurch automatisch in eine gewisse Rolle gezerrt. Das Kind denkt natürlich, geil, ich darf jetzt Erwachsenengespräche irgendwie machen, auch wenn mich das wenig interessiert, aber ich bin in dem Moment schon etwas heiß drauf und finde das ein bisschen geil. Und dadurch kommt das halt auch, das ist halt viel oder ganz stark eine Überforderung, die man da sieht. Das sieht man auch noch in ganz vielen anderen Bereichen. Wir könnten da jetzt bestimmt noch mindestens eine Stunde drüber sabbeln. Aber ich möchte dir auf jeden Fall erstmal danken. Ich fand das so jetzt erstmal schon mal ganz cool. Ich würde dir auch gerne gleich nochmal Zeit und das Wort geben für ein Abschlussplädoyer. Würde aber sagen, dass wir hier gleich das Thema so einfach, ne, in den Raum, im Raum einfach mal stehen lassen, dass jeder von sich einfach mal irgendwie selber mal drüber Gedanken machen. So, Zeit für Abschlussplädoyer, wenn du willst. Auch gar nichts Langes. Ja, danke für den Austausch. Also war mal ganz nett, das auszuprobieren. Ist ein bisschen komisch wegen der Verzögerung des Streams, aber ich glaube, da kann man sich auch dran gewöhnen. Ansonsten, um jetzt nochmal den Zirkel zu schließen zum Thema Recht des Stärkeren, wir sind jetzt doch sehr stark in Kindererziehung irgendwie abgedriftet. Meiner Meinung nach ist es halt, es steckt in uns allen drin. Da stimme ich Kashi ein Stück weit zu, dass man, wenn man körperlich überlegen ist, das auch gerne ausnutzen möchte. Aber ich glaube, das Wichtige ist zu lernen, damit umzugehen, dass halt eigentlich der beste Kampf der ist, den man gar nicht erst angefangen hat, weil man sich auf anderer Ebene geeinigt hat, weil wir halt mehr können, als uns gegenseitig aufs Maul zu geben. Und ich glaube, dass das eigentlich das sein sollte, was jeder anstrebt, egal ob er auf der Seite des Stärkeren oder des Schwächeren steht, einfach solche Kämpfe zu vermeiden und lieber mit den Leuten zu reden und zu gucken, wie man solche Geschichten deeskalieren kann, ohne es auf Gewalt ankommen zu lassen. So, das war's auch schon. Sehr gut, dem gibt's eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde gerne nochmal kurz wissen, was Kashi gerade meinte mit, jetzt fühle ich mich dank Andi nicht mehr als richtiger Mensch. Was habe ich gesagt, um dich so zu irritieren? Und irgendwas interessiert ihn noch. Kannst du schreiben. Ich möchte, aber ich gucke gerade nochmal nach. Ich möchte Lord Heftig begrüßen. Hallo Lord Heftig. So, schreibt das bitte noch einmal, lieber Kashi. Und dann würde ich nämlich sagen, ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet.
Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir heute T-Worlds spielen. Das haben wir schon mal gespielt, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich dunkel daran, aber ich würde da passen, weil um 21 Uhr The Walking Dead losgeht und meine Frau mich höflich dazu eingeladen hat, daran teilzunehmen. If you know what I mean. Also gewaltfrei, könnte man sagen. Völlig gewaltfrei, mit diesem passiv-aggressiven Unterton. Nein, also meine Frau und ich gucken Montagabend immer The Walking Dead und das ist natürlich ein Ritual, was ich auch ungern versäumen möchte. Aber ich warte jetzt auch noch auf, was der Kashi immer fragen würde, wenn er es irgendwann mal schreibt. Weil wir haben ja noch ein paar Minuten und dann wünsche ich euch viel Spaß bei T-Worlds. Also heute bin ich mal raus. Aber an einem Sonntag, wenn es mal klappt, dann wäre ich natürlich dabei. Ja, das wäre schön, wenn du dann natürlich dann auch, ne, auch mitmachst. Weil das sind natürlich wahrscheinlich montags und sonntags. Montags hast du das Walking Dead Ritual mit deiner Frau und sonntags den ganzen Tag mit ihr. Ja, ist ja jetzt so die Frage, Beispiel, ob das denn überhaupt passt oder nicht. Walking Dead läuft ja auch nicht immer, aber Kashi muss jetzt mal schreiben, was er denn eigentlich möchte. Sonst können wir das nicht beantworten, Kashi. Oh, Manu. So, aber währenddessen können die anderen jetzt auch erstmal schon mal schreiben. Hat euch das denn jetzt gefallen, so mit dieser Talkrunde, oder ist das nichts für euch? Also mich würde es einfach mal interessieren. Ich finde es gut, ich würde es auch gerne weitermachen, aber wenn ihr jetzt alle sagt, es suckt, dann würde ich mir vielleicht nochmal Gedanken machen. So, Kashi hat geschrieben. Was ich damit meine, naja, also ich komme aus einer aus einer Familie, wo es täglich Gewalt gab. Und ich habe mich von dem gelöst und ging meinen eigenen Weg. Also ich habe nicht so all das genossen, was ihr so gesagt habt. Ich war nur allein und was soll man dann als Mensch machen? Wie soll man sich einordnen? Willst du anfangen? Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wie du möchtest, also du kannst als Gastgeber auch gerne anfangen, wenn du willst. Nee, ich lasse dir den Vortritt, mach du mal. Anfangen? Okay, du, Kashi, ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Lösung. Ich glaube, du musst deinen Weg finden, weil du weißt als Einzigster, wer du bist und vor allen Dingen auch, wer du sein möchtest. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass du dir klar wirst, wer du sein willst und was du sein willst und dir ein Wertesystem schaffst, in dem du dich bewegen kannst, das dem entspricht, was du eben als richtig empfindest. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe lange Jahre lang Kampfkunst trainiert, die auch ein sehr enges Wertekonzept hatte. Also auch gerade im Bereich Kampfvermeidung, gegenseitiger Respekt und solche Geschichten. Das hat mich über Jahre sehr, sehr geprägt und das sind Sachen, wo ich mich heute noch, wie soll ich sagen, dran halte, obwohl ich diese Kampfkunst an sich nicht mehr ausübe. Und ich glaube, so kannst du das für dich auch schaffen, wenn du das Gefühl hast, dass du alleine diesen Kontext nicht findest. Such dir Leute, die so sind, wie du gerne sein möchtest oder das vertreten, was du gerne sein möchtest. Und versuch dein Leben dann so zu machen, oder deinen Weg so zu gehen, wie du ihn für richtig hältst. Ich glaube, das ist nicht immer einfach und ich glaube, das erfordert ganz viel Selbstdisziplin auch. Aber letztendlich ist es dein Leben. Auch wenn wir in unserer Jugend geprägt werden durch unsere Eltern und unsere Erziehung und unser Umfeld, ich glaube, wir sind alle erwachsene Menschen und haben eine gute Möglichkeit, was draus zu machen. Also such dir einfach deinen Kontext, in dem du dich wohlfühlst. Ich denke, das war recht eindeutig. Was ich da sagen kann, wenn du das in deiner Erziehung und in deinem Erwachsenen werden quasi oder in deinem Mensch/Mann werden so erlebt hast, dann ist es natürlich dein bisher erlebtes Verhaltensmuster. Und da denke ich, dass du trotzdem, ich glaube, du bist auf das eingegangen, was ich vorhin sagte, so von wegen, dass man eine gewisse Form von Erziehung erlebt hat und später dann eventuell sagt, gerade bei solchen Sachen, die einem auch schmerzlich irgendwie in Erinnerung blieben, dass man sagt, okay, ich mache das anders bezüglich meinen Kindern später. Das war so, man kann das natürlich verallgemeinern, man hat natürlich auch ein Bild dazu im Kopf, von wegen, okay, ich ziehe ein Lenore-Kind hoch, quasi groß, einfach ein weichgespültes Kind, oder eben man erinnert sich an das, was einem wichtig war. Oder auch immer wichtig ist, auch heute noch. Und versucht, diese Werte und Normen weiterzugeben und zu vermitteln.
Dass man sagt, okay, zack, ich habe halt Gewalt erlebt irgendwie in meiner Kindheit, möchte aber definitiv nicht, dass ich das, möchte das definitiv nicht meinen Kindern auch so irgendwie oder meinem Kind. Ich weiß ja, dass du, ich glaube, einen Sohn hast du, ne? Dass du dem das irgendwie so weitervermitteln willst, kannst aber dann immer noch sagen, pass auf, das lasse ich weg. Aber ich muss ja nicht jetzt extrem so eine Polarisation gehen, dass ich sage, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Ich kann sagen, pass auf, diese Sachen mit der Gewalt, die lasse ich absolut weg, das will ich nicht. Aber ich sorge trotzdem dafür, dass mein Kind eine glückliche Kindheit hat, indem ich halt auch Regeln setze. Weil keine Regeln heißt nicht Freiheit. Ganz im Gegenteil. Keine Regeln schränken dich so hart ein. Du weißt halt einfach keine, du kannst keine Verhaltensmuster erlernen, an die du dich irgendwie halten kannst in deinem späteren Leben. Und ich erlebe es jetzt auch oft, dass ich Kinder habe, die nichts mit Regeln irgendwie oder die nichts von Regeln halten, denen das einem Kacken egal ist. Die nur hart impulsgesteuert sind, auf Kosten von allen anderen, die werden später ein arges Problem haben, wenn man da nicht langsam mal das hinkriegt, dass die einlenken. Und ich denke, wenn du da jetzt wirklich anfängst, deinen Weg zu gehen, so wie Winter das auch gesagt hat für dein Leben, und dass du einfach das weitergibst, was dir wichtig ist, denke ich, dass es doch ein guter Weg sein wird. Und du musst dich nicht da weniger als Mensch fühlen, sondern du hast deine Erfahrung gemacht. Du hast dein Leben gelebt bisher und das, was du erlebt hast, hat dich zu dem gemacht, was du bist. Und das kann nicht verkehrt sein, wenn du auf diesem Channel bist. Aber nein, du hast auf jeden Fall, ich denke mal, du schlägst den richtigen Weg ein, wenn du dich an das erinnerst, was dir wichtig war. In beiden Sinnen. Und du musst nicht polarisieren oder in die Extreme abweichen. Es gibt Mittelwege. Okay, jetzt will ich nochmal vorlesen, was er geschrieben hat. Naja, so wie ich gerade bin, als Verrückter mit Witzen und Zweideutigkeit, ich gefall mir, wie ich bin, ganz gut. Ey, irgendjemand hat das vorhin nochmal so gesagt, oder? Du hast Ach es so ein ja. bisschen egozentrischer, ausgeflippter. Egal, lies einfach weiter. Du sprichst doch nicht von mir, oder? Ach, Nee, Gottes tut er Willen, nicht, tut er Andi. nicht. Niemals. Aber klingt sehr gut, was ihr sagt. Und ja, ich habe einen Sohn und ich schluck Gewalt runter. Mach eher lustige, tolle Sachen, die mich sehr erfreuen. So, ja, du schreibst, nächstes Mal brauchen wir auf jeden Fall so Domian-Hintergrundmusik. Ey, die Musik ist gut. Die Musik ist gut. Der heißt im Übrigen Gilly Caddy und ist frei zu suchen. Ich schreibe das mal eben in den Chat, wem das gefällt. Ich finde das ganz gut, was der da so macht. Okay. Liebe Leute, auf jeden Fall danke, Winter, für deine Zeit und alles. Wenn du willst, kannst du ja trotzdem noch gerne ein bisschen dabei bleiben, ein bisschen gucken, bis du los musst. Aber wir werden jetzt einmal gucken, dass wir T-World starten. Ich habe das nun leider sehr spontan eben gerade noch oder vorhin runtergeladen, weil ich schon gehört hatte, dass ihr voll Bock drauf habt auf sowas. Deswegen wird der Sound jetzt wahrscheinlich auch noch etwas laut sein und ich habe das auch noch gar nicht eingepflegt. Deswegen muss So, ich das einmal ich kurz ändern. verabschiede mich mal, während du deine Einstellung machst. Und Kashi ist völlig okay, dass Domian geiler ist, weil der macht das seit, keine Ahnung, gefühlt 500 Jahren. Und der hat natürlich ganz viele Telefongäste, wenn der arme Andi nur auf mich zurückgreifen konnte. Hey. Aber freut mich, nee, es ist negativ mir gegenüber gemeint. Ja, sag ich, Von ey, daher lass dich euch ganz viel runterzuputzen. Kannst du Spaß, das bitte mir überlassen? ne? Ja, okay, nächstes Mal. In Sehr diesem gut. Sinne, einen schönen Abend, ne? Also bist du schon wieder los? Ich gehe jetzt los, weil es jetzt 21 Uhr ist. Ich muss jetzt ne, eine nicht näher genannte private Fernsehserie gucken. Tschüssi! Alles klar. Winter, vielen lieben Dank. Winke, winke, ciao und tschüss. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, ich werde das jetzt einmal jetzt. Oh, das. Warum hat denn das jetzt auf einmal so schnell geklappt? Das ist komisch. Manchmal klappt das nicht so gut. So. Das ist natürlich jetzt. That's live. Game-Aufnahme. Jo, aktualisieren. Mal gucken. Oh Gott, wo ist das denn? Ich habe so viel hier offen gerade, wie ich sehe. Alter. Ich glaube, das ist es. Oh. Nicht. Mal gucken, wo ist das denn jetzt? Da muss ich einmal kurz. Ah. Das ist hier drin. Sehr gut. Zeigt er den jetzt auch? Ja, guck's mal. So, jetzt muss ich den einmal nochmal kurz einstellen. Einstellen! Einmal kurz rein.
Verhältnis kann ich mal ignorieren. Jetzt muss ich dann noch mal kurz wieder reintabben. So, genau. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Oh, wie sieht das da aus? Ich glaube, das kann man so anbieten, oder? Oh. Wie gesagt, das ist live, das ist schnell. Das ist eben mal kurz gemacht. Ein bisschen größer. So, super. So, was versucht der Bob da? Der Bob? Hallo Tania! Grüß dich! Moin, du Baggerlud! Ich habe jetzt eben gerade spontan noch mal kurz ein Spiel eingeflickt. Gut, machen wir den mal klein. So, und das können wir zusammen spielen, ne? Bis den groß. Achso, das war's. So. Internet. Oh, warte mal, ich kann ja noch bestimmt noch meinen. Kann ich noch. Haha, meinen eigenen Tee. So. Lass mich mal gucken. Eigene Farben. Genau, den hätte ich nämlich gerne so ein bisschen. Orange. Mit. Ja, das ist. Naja, das ist jetzt so ein bisschen braun. Man doch auch so richtig schick orange machen, kann ich. Hier. Ah, schwierig. Sagen wir mal so. Ich glaube, das ist gut. So, Steuerung wird auch immer noch das hier irgendwie sein. Ja, passt schon. Grafik kann man so anbieten. Ah, lasse ich jetzt einfach so klappen. Okay, liebe Leute. Ich werde jetzt mal einen Server machen. Ich glaube, das ging so, ne? Ich konnte, glaube ich, einen eigenen Server machen. Serveradresse. Verbinden. Konnte ich hier nicht irgendwie einen machen selber? Ging noch irgendwie. Er macht Dinge, die Andi eben tut. Das macht mir etwas Angst, wenn er Dinge tut, die er eben immer tut. Finden wir gut. So, kein Passwort kann ich hier nicht selber irgendwo einen machen. Das ging doch auch. Info, Freunde, Filter, verbinden. Passt auf! Das ist Capture the Flag, das ist Team Deathmatch. Ja, wir können ja nochmal nach Ping sortieren. Haben wir hier irgendwas Schönes? Hier. Sortiert man nach Ping. Und dann geht man auf diesen Gefer. 1 gegen 1 ist ja blöd. Unnamed Server. Mit 8 Spielern. Ich glaube, das sollte passen. Das sollte ganz witzig sein. Da werde ich jetzt drauf connecten. Und vielleicht kommt ihr ja dazu. Sollen wir erstmal selber nochmal die. Ach ja, das war das, genau. Also, liebe Leute, ich bin gerade allein auf dem Server. Ich hoffe, ihr kommt hier mal rein. So, konnte man die Waffen wechseln? Genau, schön. So, und wenn ich gleich nicht mehr alleine bin, dann kann das hier auch losgehen. Habe ich noch mal kurz Zeit? Ja, stimmt, Doppelsprung ging auch. Vor allem das Schöne ist, es laggt so gar nicht. Also, das war vorher auf dem alten System, war es halt ein bisschen krass mit dem Laggen. Nein! Ich muss das mit der Steuerung nochmal hinkriegen. Merkt das schon. Nein! Gibt's doch nicht. So, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt das alles gesehen. Wenn nicht, sonst versucht da irgendwie mal nachzujoinen. Kann ich mir das hier nochmal anzeigen lassen? Nee, kann ich nicht. So, also wer möchte, darf jetzt gerne joinen. Es wäre schön, wenn irgendeiner auf hier. Ninja! Nice. Aber vielleicht könnte man das sogar doch nochmal ein bisschen lauter machen. Serverinfo. Hier steht das nochmal. Da könnt ihr das dann finden. Da könnt ihr quasi dann noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist schon jemand. Snow. Recent Snowfall. Hallo. Ich wollte das doch noch lauter machen. Hilfe. Ich krieg gleich auf die Nuss. Ich sehe das jetzt schon. Wo ist denn das? Ich krieg auf die Nuss. Ich weiß das. Lass mich in Ruhe. Ach, verdammt. Latsche ist auch da. So, okay, den ersten habe ich dir geschenkt. Ich bin gleich schon wieder. Nee, du bist gleich tot. So, vergiss es. Das ist. Du hast mir den abgestaubt, Latsche! Zytan? Nee. Da ist Latsche. Hallo Latsche. Latsche ist gerade AFK, deswegen mache ich da nichts. Hilfe! Das war klar, dass der das direkt auf mich absieht. Hilfe!
Nein! Na, die Waffe ist leer! Hier habe ich wieder was. Ah! Ach, verdammt! Das ist schön. Ich mag dieses Spiel. Kashi! Kashi ist auch dabei. Large ist AFK. Large hat keinen Bock. Wow, ich wollte die Waffe eigentlich haben. Danke. Large ist wieder da. Schön reinholzen, wenn ihr da alles steht. Haha, sorry. Wow! Ist das Recent Snowfall oder, also Recent Punkt Snowfall oder ist das Yellow Snow, der da drin ist? Hier, wie sieht das aus? Zyta und Puma, habt ihr nicht vielleicht auch Lust mitzujoinen? Das ist bestimmt witzig. Wir haben 5 Leute hier. Ist das richtig? Nee, 1, 2, 4 Leute haben wir da. Da stand gerade 5, deswegen war ich irritiert. Volltreffer. Treffer. Nein! Ach, verdammt! Kashi! Schön. Putz! Nein, lass mich in Ruhe! Hallo! So. Ah, die Waffe ist leer! Ach, verdammt! So, erstmal checken, wo hier alles ist. Tanja, Gerold ist da. Schön. Ah, das ist doch toll, wenn man sowas hier... Ja, nein, meins, meins. Du bist doch kacke. Ah. 8 Spieler. Richtig, genau, der war das. Und wir haben sogar noch Platz. Wah. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Ihr seid doch blöd, seid ihr doch. Meine Waffe. Schön. Komm her, du. Treffer. Ja, ich weiß, es ist AFK, aber mir egal. Ich habe endlich noch einen Kill. Freundlich hat aufgehört. Oh, die ist leer. Ja, genau. Dreh mal so durch da. Hilfe. Gerollt. Ah, ich glaube, ich bin auf Platz 1. Ich glaube es ja nicht. Waffe. Treffer. Wer ist noch da? Ubuntu. Das weiß ich nicht, wer das ist. Wir hätten noch 2 Slots frei. Also, wer möchte? Kashi! Ich bin leer! Oh, out of ammo, out of... Nein! Jetzt drücke ich den auch noch in die Waffe rein. Das war so nicht geplant. Okay, ich sehe, Puma spielt schon T-World. Na, verdammt. Gerold Rules, nein! Nicht, wenn es gegen mich geht. Das mögen wir nicht. Meine Waffe, gib mir die Waffe. Ach, verdammt. Ich bin immer noch auf Platz 1. Ihr könnt mich. Das ist ein super Spiel. Wow, genau. Nein. Jetzt bin ich schon wieder leer. No. Hilfe! Wow! Ja, super! Hältst du mich da fest oder was? Genau, so wollen wir das gerne. Ihr macht das genauso. Na, ja, und ich spring genau rein. Recent Snowfall hat mich überholt. Hilfe! Und ist Puma... Ich habe gerade schon gesehen, dass Puma das Spiel gestartet hat. Puma, willst du nicht mitkommen? Warte mal, kann ich trotzdem noch... Ah... Warte, kann ich trotz der Serverinfo noch weiter rumlaufen? Kann ich gerade nicht. Einfach mal, damit ihr das mal sehen könnt. So, seht ihr da oben mal die Serveradresse gucken?
Ja, guck mal, jetzt kriege ich schon wieder direkt ins Gesicht. Weil das solche Leute hier sind. Meine Community mag mich nicht. Ich merke das doch. Double kill. Hallo, Latsche. Na, ah, verdammt. Ninja Power. Ich glaube, damit habe ich gerade ordentlich Punkte gemacht. Sehr gut. Ninja ist super. Puma! Hashtag Qnoob. Super. Schön, das war die Runde. Ubuntu hat noch abgezogen, aber wer ist denn das? Ich glaube, das ist keiner von uns, oder? Ein, zwei... Oh, nächste Runde. So, komm her, Puma. Mach Großwildjagd. Oh, ich habe schon gar keine Munition mehr. Sehr gut. Komm her da. Na, ah, Mann. Hallo, hier unten ist gar keiner. Hilfe! Wow! Ja, genau! Awesome! Super Typ! Hilfe! Na! Nein, er hat die Waffe! Hilfe! Das ist wie Messer, nur geiler. Mit dem Hammer macht das viel mehr Spaß. Wow! Ja, jetzt kommt der. Alle auf den Ninja! Ah, Mann! Oh, jetzt habe ich auch keine. Und jetzt habe ich keine Munition mehr. Super. Kashi. Ah! Oh, oh Gott, auf was für ein. Mann! Was habe ich denn jetzt für ein Platzproblem hier? Ich glaube, ich platz gleich. Hallo! Oh. Das war nichts. Nö, es hat nicht so geklappt. Oh, zwei auf den Schlag. Nice! Nice, drei. Schön. Wow, Boomer. So nicht, mein Freund. Hallo. Der Sack versucht da... Der versucht da den Ninja als Essen zu kriegen. So nicht. Oh. Wir sind ja gar nicht mehr im Chat aktiv. Ah, Hilfe! Rübergesprungen, so nicht, Ubuntu. Hilfe! Nein, lass mich in Frieden. Entschuldigung. Aber Kashi habe ich nochmal genatzt. Schöne Nummer. Schöne Nummer. Das macht Spaß. So, ich glaube, eine Runde machen wir hier nochmal. Ich glaube, der ist AFK. Oh, komm.
Ah, ich bin schon wieder oben! Also leer und so. Komm her! Ja, schön! Genau. Jetzt werde ich schon von irgendwelchen Leuten hier angeschrieben. Hier ist nicht rein, dass ich stream. Das ist sehr schade. Leute, wenn ihr schon meine Videos guckt, dann guckt doch zumindest mal nicht stream. Nice. Der will echt... Sag mal, Kashi. Du hast richtig Bock, Ninja zu sein. Kann das angehen? Kann das angehen? Ich merke das schon. Wow, ja, super. Merkt man gleich. Oh, ich bin wieder auf Platz 1. Ich muss mich beeilen. Kashi! Verdammt! Haha, das war noch ein Treffer! Treffer! Na, ah, Latsche kommt! Ja, Max! Lass mich in Ruhe! Wow, was war das denn? Oh, Mann! Komm ran da! So, nicht anders. Ah, Hilfe! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Ey, das ist meine Waffe! Das ist meine Waffe! Toll! Au! Nee, so nicht. Wow! Durchsetzungsvermögen! 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 Oh Gott! Puma! Nein! Ja! One-Hit. Oh, ich führe mit 6 Punkten. Wer ist das denn gewesen? Jumper. Kenne ich nicht. Entschuldigung. Wow! Was war das denn? Ja! Nice! 20! Schöne Nummer! Eine wunderschöne Nummer war das. Das mögen wir. Das finden wir gut. Ah. So, können wir mal die Mucke wieder ein bisschen lauter machen und sonst was. Ich habe noch eine tolle Idee. Also hatte ich jetzt demnächst. Ich möchte euch anbieten, so, einfach nur so aus Fun, weil ich einfach Bock drauf habe, ein paar Klingeltöne einzusprechen fürs Handy. Ich habe sowieso jetzt schon so ein paar Sachen vorbereitet zu Hauto, beziehungsweise nee, ich habe schon vor längerer Zeit mit der Echo Esche zusammen so ein Hauto Klingeltöne selbst gemacht. Angedacht und fertig gemacht und wollte das gerne mit euch tun und tätigen. Und da ist es die Sache, wenn ihr Bock habt, GG Kündig, Dankeschön. Kell! Ich war niemals da. Okay. Okay, danke Kell für 2 Euro. Schockt! Auf jeden Fall, vielen Dank. Hashtag, das mögen wir, DMW. Hashtag DMW? Ah, ja, ja, das mögen wir. Alles klar, pass auf. Hashtag DMW. So, sehr gut. Szene bearbeiten. Packen wir dahin. Packen wir dahin. Packen wir hierhin. Packen wir dahin. Das sieht gut aus. Nein, das sieht doof aus. Packen wir dahin. Huch, warum erscheint das hier nicht? Huch, schreibt mal Huch. Okay, der Chat funktioniert hier nicht mehr drin. Auch interessant. Mach ich nochmal an. Nochmal aus.
Hallo, Szene bearbeiten? Keine Ahnung. Naja gut, dann ist das halt jetzt einmal spontan abgeschossen. Das ist sehr schade. Auf jeden Fall möchte ich gerne da gucken, dass ich da ein bisschen was mehr mache. Amash! Nee, ach, jetzt klappt's. Guck mal, jetzt klappt's. Habe ich einmal ausgemacht, wieder an und jetzt funktioniert es. Also und jetzt im Internet, in the Internet. Toll, ganz toll hast du sowas gemacht. Ganz toll. Okay, ich würde jetzt trotzdem behaupten, wir müssen mit einer Sache müssen wir halt hart abschließen. Und das ist halt tatsächlich einfach mit Das ist halt mein Song. Das ist halt mein Song. Ich glaube, anders darf es auch nicht enden als so. So. Wer ist mit einer Runde Agar.io? Könnt ihr gerne machen. Ich jetzt nicht mehr. Ich werde irgendwann, früher oder später, definitiv dieses Auto Klingeltöne machen und würde euch dann anbieten, euch Klingeltöne einzusprechen, wenn ihr das unbedingt möchtet, wenn ihr das gerne so. Moin, du Baggerlut! Latsche 94, moin, du Baggerlut! Oder halt ein Wecker. Aufstehen, Latsche 94, aufstehen, du Baggerlut! Der Tag beginnt! Oder solche Sachen. Enten-Hashtag? So, jetzt habe ich Hunger. Das war ein schöner Livestream. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde den nächsten Livestream machen am... Lass mich mal kurz gucken. Das kann man machen. Pass auf. Schreibe ich rein. Events, Überschrift. Livestream ist am Sonntag, den 20.04. um 18.30 Uhr. Dann haben wir auch ein bisschen länger Zeit. Ist das eine gute Idee? Ich glaube, das kann man machen. So, einmal schnell von der Größe. Sonntag, komm mal so. Ja, so kann man das machen. Sieht, glaube ich, gut aus, ne? Ich glaube, ja. Das ist schön. Schon Ende? Was? Ja, mit den neuen Arbeitszeiten ist das leider montags immer ein wenig schwierig. Denn. Deswegen. Huch, warum macht der Playlist der das nicht? So. Deswegen muss man leider ein bisschen früher immer dicht machen jetzt. Ja, leider. Schade. Tut mir leid. Nach einer Stunde 53. Ja, richtig. Oh. Oh, oh, danke. Entschuldigung. Harter Fehler. So ist besser, oder? Das ist quasi jetzt nicht diese Woche Sonntag, sondern nächste Woche Sonntag. Klingt gut, oder? Nein, nicht ganz so lange. Und selbst wenn, könnt ihr ja jeden Tag mindestens eine Genug-Folge sehen. Auf YouTube. Ist doch schön, oder? Finden wir doch auch. Also nein, nicht über einen Monat. Ja, natürlich. Für euch doch immer. So. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Euch hat das neue Aussehen hier gefallen. Und auch das neue... Wieder kannst du nicht. Och, Mann. Das gibt's doch nicht. Sagt er schon viel besser und jetzt sagt er, kann er nicht. Mann. Und dann werde ich gucken, wie ich das mache. Je nachdem, wie es ankommt, vielleicht werde ich auch in Zukunft jeden Sonntag. Ich weiß es nicht. Kein Versprechen, kein gar nichts. Wir werden einfach gucken. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde mir jetzt nochmal ein bisschen Nervennahrung hier nochmal reingeben. Vielleicht auch noch was anderes zu essen machen. Mal gucken. Mir hat Spaß gemacht. Wir haben heute einiges geschafft. Wir haben gesammelt, wir haben gelacht. Wir haben sehr cool die Talkrunde gehabt. Wir haben gespielt. Wir haben uns aufs Maul gehauen. Da hat deine Schwester Geburtstag. Ja, dann ist es doch abends eigentlich ganz cool, zusammen genug zu gucken. Ich singe auch ein Lied, wenn sie möchte. Muss mir nur noch mal sagen, wie sie heißt. Dann singe ich gerne für sie. Und wie alt sie ist. Und wie sie aussieht. Vielleicht wie sie eine Praktikantin... Also, bevor ich mich wieder verhaspel oder ähnliches. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke, ciao. Und tschüss. Mikrofon muted.
Microphone activated. Winke, winke, ciao und tschüss.